Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Ayuden Chronicle Rising. Ja, off-Kamera habe ich jetzt eigentlich nichts gemacht, außer dass ich ganz kurz mich hier wieder geheilt habe. Dann müssen wir in die Fremdländergasse, dort zum Gasthaus uns wieder einen Buff abholen, würde ich sagen. Ja, sonst mache ich jetzt mal nichts. Bei der Schmiede müssen wir dringend dafür sorgen, unsere Verteidigungswerte ein bisschen hochzuziehen. Das könnte ich eigentlich fast gerade machen. Was kostet das hier? Ja, das machen wir auf jeden Fall mal. Ansonsten muss ich auch gucken. Ja, warten wir noch ganz kurz. Ansonsten muss ich auch gucken, dass ich mal meine Rüstung im Rüstungsladen und Waffenladen hier die verschiedensten Fähigkeiten noch draufsetze auf meine Helden. Vor allem hier im Rüstungsladen ist wichtig. Das haben wir nämlich gerade auch vor 2 Folgen gesehen. Ihr merkt, das hängt mir noch übelst nach, dass ich nicht gut ausweichen konnte und da ordentlich auf die Nuss bekommen habe und so weiter. Das war relativ nervig, aber ja, da werden wir auch vorsorgen. So, jetzt werde ich trotzdem im Rüstungsladen oder Ausrüstungsladen oder in der Schmiede besser gesagt hier nochmal was in die Verteidigung packen, dass wir da keine Probleme mehr bekommen, dass das mal abgegradet wird, der ganze Kram hier. Wunderschön. Ja, und jetzt geht's mit Steinflügel weiter, auch da, dort wird wieder was gehen. Ja, jetzt haben wir wesentlich mehr Verteidigung, sodass ich dann natürlich auch viel, das muss ich viel öfter machen, immer in der Schmiede vorbeigucken, alle Helden hochziehen mit Angriff, Verteidigung, dann, ja. Ich kann mich selbst nicht mehr reden hören. Dann beim Ausrüstungshändler vorbeischauen, beim Rüstungshändler die Fertigkeiten draufsetzen. Wir müssen essen, gucken, dass wir dort vorankommen und so weiter. Also ich muss vieles machen. So, wir gehen wieder zum Gipfel. Dort kann ich nämlich irgendwie noch diese Schneerüstungssachen oder noch so eine Nebenquest abschließen, wo wir so Fell brauchen und so. Also ich muss mich eigentlich um alles kümmern. Wir machen so ein paar Farmrunden. Ich hoffe, das klappt jetzt mal besser, als es zuletzt geklappt hat. Normalerweise Damage, ja gut, aber jetzt sieht man schon die Verteidigungswert. Das sieht auf jeden Fall alles schon mal viel besser aus. Auch hier mit ihrem Porten zum Beispiel, da kann ich mich frei porten, wenn ich dann ausweichen möchte. Das ist natürlich auch direkt schon mal sinnvoller hier bei Isha. Wenn sie das mal kann zum Beispiel. Jetzt müsste ich eigentlich bald eine Quest abschließen können. Wir brauchen da irgendwie so Eisfell oder sowas, glaube ich. Und da geht es, glaube ich, auch im Gasthaus weiter oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, hier, Isha, mach was. Super schön. Da grittet die doch auch mal. Wunderbar. So, hier den da ausweichen. Genau, das Ausweichen von Von CJ wäre dann auch wesentlich weiter. Das kann ich skillen. Wie gesagt, die Defensivwerte sind jetzt besser, dass ich hier nicht direkt aus den Latschen kippe und man merkt es halt sofort, muss man sagen. Das war schon bitter jetzt das letzte Mal gegen diese Wölfe da vor 2 Folgen. Das hat mich bös, traurig gemacht. Ihr seht das, jetzt können wir Quest abgeben. Wunderschön, ich mache jetzt hier trotzdem die Gegner noch weg. Vielleicht schaffen wir sogar noch ein Level up oder sowas, wäre nice. Und wie gesagt, vielleicht gebe ich auch wirklich doch mal Sachen aus, beziehungsweise gebe was beim Pfandleier ab, dass wir halt zum Beispiel auch dann mal eine neue Rune und so kaufen können. Eventuell, dass wir dann auch weiterkommen, weil ich vielleicht irgendwelche Secrets mir holen kann oder so. Wäre jetzt so meine Idee, ich weiß nicht, ob es klappt, keine Ahnung, das wird man sehen. So, wunderschön, haben wir einiges platt gemacht, schön XP bekommen. Wie gesagt, Nebenquest können wir jetzt abgeben, jetzt muss ich nur den Weg nochmal zurückfinden. Vorne, das ist mir noch zu hart mit den Wölfen. Wie gesagt, ein bisschen was im Defense-Bereich können wir noch machen und dann passt das schon. Jetzt endlich mal weiter hier, yay! Yeah. So, Wegweiser, Schnellreisen, dann hier zum Hügelbogen und dann konnte ich über den Hingelstein zurück, ne? Ja, so schwer ist es gar nicht, wenn man sich mal dran gewöhnt. So, hier Schneekristall können wir, glaube ich, auch verkaufen, oder? So, irgendwo können wir jetzt noch eine Quest abgeben. Gucken wir doch mal. Eine Mütze Schlaf mit Pelz kann in der Fremdländergasse abgegeben werden, genau. Sehr schön. Ich weiß nicht, haben wir da noch Quests offen? Ich glaube nicht. Dann geht es in der Hauptquest weiter. Aber das, glaube ich, würde ich jetzt noch nicht machen. Mal gucken. Mal gucken.
Ist natürlich jetzt doof, genau ausgerechnet jetzt vielleicht Sachen zu verkaufen, aber ja, in den Zuschauerkommentaren wurde gesagt, dass sich die Steuern nicht wieder reduzieren, aber es ist auch eigentlich egal, weil mit ein paar Farmrunden kann man dann auch den Kram nochmal schnell besorgen und so. Tut mir leid, dass ich dich warten lasse. Ja, ich habe hier so ein bisschen Fell für dich. Wunderschön, gibt's hier neue Rezepte, dann gib mir noch mehr Glück. Stempel erhalten. Da kann ich wirklich Glück nochmal eins hochsetzen und dann finden wir noch schneller Sachen. 1500 Baka, Erfahrung, traumhaft. Nee, da ist nichts passiert. Okay, dann Quest ist nur noch die gigantische Linse am Start. Ganz kurzer Moment. Dann können wir auf den Platz mal gucken, ob dort noch Quests angezeigt werden. Anleitung für Zaubertaschen. Runenviertel. So. Also auf ins Runenviertel. Zaubertaschen. Ist dann die Tasche wieder erhöht? Keine Ahnung. Hey CJ, ich habe gehört, dass die Hügel stehen jetzt offiziell auch den Abenteurern offen. Jo, alles klar. Ja, dann kann die wahre Schatzsuche also endlich beginnen. Würde es dir was ausmachen, einen Schatz für mich zu suchen? Was für ein Schatz? Es gibt Gerüchte, dass antike Texte in den Hügeln verborgen sind. Sie könnten für die Herstellung von Taschen nützlich sein. Das würde ich gerne in Erfahrung bringen. Okay, aber wie erkenne ich sie, wenn ich sie sehe? Oh, das wirst du. Ich brauche einen bestimmten. Ich gebe mein Bestes, schätze ich. Nein, ich hab's nicht. So, Runenladen. Eisrune könnten wir kaufen. Mit 2000 Bagger. Das würde schon Sinn machen, um vielleicht mal irgendwo auch weiterzukommen. Dann die Linsenschmiede. Ah, dann könnten wir auch mehr dieser, also eine höhere Linse auch tragen. Jo, ich muss dringend da Gold ausgeben, das bringt nichts. Also, ab in die Fremdländergasse. War das? Ne, das war gar nicht in der Fremdländergasse, das war in der Zweitstraße. Dort zum Händler und jetzt haue ich alles an Kohle raus. Jetzt wird verkauft. Dass wir mal vorankommen. So, Pfandhaus, Hogan, Handelsposten, traumhaft. Pfandhaus. So, was haben wir hier Schönes? Das Ding kann verkauft werden. Jo. Ach so, die... Moment mal. Aber warum habe ich jetzt doch so viel bekommen? Antiker Schrott. 840. Wie viel bekomme ich denn jetzt dabei? Ach, der Wert, der hier steht, da ist schon die Erkundungssteuer abgezogen. Echt jetzt? War das schon immer so? Hab ich das verpeilt? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nice. Ich dachte eigentlich, der wäre... Haben die es gepatcht oder sowas? Seltener Stein, Monsterfossil. Ach, keine Ahnung, was da abgeht. Bernsteinkristall, jo, kann auch mal weg. Auf jeden Fall haben wir jetzt gut Gold. Schau mal irgendwelche Sachen hier weg, die man nicht... Hier kriege ich ja kaum was für. Das macht eigentlich keinen Sinn. Irgendwo wollen wir noch was bekommen. Wir haben doch dieses 5er-Utensil da bekommen. Kann natürlich sein, dass das für was anderes noch wichtig ist hier. Ja, es ist eigentlich blöd, das zu verkaufen. Bauholz können wir 10-mal verkaufen. Gibt noch ein bisschen Gold. 420. Oh, das ist ein Schneekristall, Steinkristall. Oh, riesiger Ast. Den können wir noch 2-mal, 3-mal verkaufen. Wunderbar, den können wir direkt beim Boss wiederholen. Eismagie-Überreste, ja. Reicht mir das jetzt mal an Gold? Den Rest könnten wir ja noch erfarmen eigentlich. Hier die Steinflügel. Brauchen wir ja auch nicht 17.000 Mal. Verkaufen wir auch mal 20, okay. Ach ja. Ogerhorn haben wir auch schon super oft gefarmt. Machen wir auch mal 20 weg. Da kann ich nochmal irgendwas davon kaufen, was Schönes. So, hier haben wir 83 Schleimchili. Ja, gibt nichts. Gibt keine Kohle dafür. So, gehen wir lieber jetzt mal Sachen kaufen. Wunderschön. So, Werkzeugladen, da ging nichts, ne? Ne, nicht verfügbar. Da müssen wir irgendwie mal aufsteigen. Apotheke, ja, kurzzeitige Tränke wären geil. Und hier, ja, für schwere Gegner wäre natürlich auch geil. Brauchen wir aber auch nicht. Also dann ins Runenviertel. Und da holen wir uns auch mal die Eisrune mit. So, Linsenschmiede. Wäre natürlich nicht schlecht, kostet verhältnismäßig. Ja, machen wir CJ. So, auf 2. Und wegen mir Isha noch auf 2. Mehr machen wir da jetzt mal nicht. Oh, alles klar. Neunevas bester Kunde. Alle Einrichtungen der Stadt verwendet. Traumhaft. So, dann können wir hier eine Eisrune kaufen.
Jo. Und die Erdrune 2 brauchen wir aber noch nicht. Kostet auch zu viel. Alles klar. Also hier müssen wir noch was abschließen. Alles klar. So, dann nochmal in die Fremdländergasse und jetzt alles auf Defense und so weiter. Den ganzen Kram da mal hochzocken. Und jetzt könnte man natürlich gucken, hier Ausrüstungssachen. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Die Reichweite des Luftschritts, freies Teleportieren. Ja, das könnte man zumindest mal machen. Machen wir das. Okay, jetzt ist der Luftschritt da irgendwie krasser und wir sind defensemäßig mit CJ nochmal stärker am Start. Hier könnte man die Waffen upgraden. Könnten wir sogar bei ihr Fünffach-Kombos nach oben, nach unten angreifen. Ja, bräuchten wir aber auch mehr Kohle. Okay. So, und hier in der Schmiede, da wollen wir was machen. Die Holster-Axt, da geht leider nichts. Brauchen wir wieder Bronzeerz dafür. Da könnten wir Ishas Waffe upgraden für 400 Bakka und einen Azurkristall. Machen wir. Mehr geht nicht. Und dann gehen wir auf die Defense von allen, würde ich einfach sagen. Dass die mir nicht direkt wieder umkippen. Zuerst mal CJ. Oh ja, da kriegen wir wesentlich mehr Defense rein. Das ist schon mal mega geil. Ja, da komm, da mache ich CJ doch komplett hoch. Ist ja mein Hauptchar. Ja, das ist schon ein Riesenunterschied. So, da geht noch nichts. So, und jetzt... Ja, wobei mein zweiter Held, den ich eigentlich oft nutze, ist sie hier mit dem Rumballern. Machen wir da noch ein bisschen was. Kräuter. Ja, das war mega wichtig und absolut notwendig. Weil, ja, jetzt die Werte wesentlich... Also die Defense ist massiv hochgegangen, ganz klar. Jetzt die Jägerkleidung, 197 Defense dazu gebracht. Jo, alles klar. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder in den Wald und schauen mal, wo ich dort vielleicht jetzt weiterkomme mit meinen, mit meiner neuen Eisrune vielleicht. Werte Ausrüstung, machen wir bei ihr dann die Eisrune rein. Das sollte ja gewisse Dinger da wegmachen. Also gewisse Steine da. Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt Eis und Erd dabei. Gucken wir einfach mal, was passiert. Ja, und jetzt kann ich zum Beispiel off-Kamera auch hingehen, verschiedene Sachen nochmal verkaufen und so weiter. Mal sehen, keine Ahnung. So, XP gibt das auch gut. Schleimgelee ist auch Gold. Darf man nicht, nicht vernachlässigen. Auch die 12 Gold sind Gold. Und die kann ich schnell in Crit-Chance und so weiter investieren. Auch das bisschen XP, was man hier bekommt, sicherlich nicht schlecht. Ich könnte auch wieder, jetzt könnte ich auf jeden Fall in das Schneegebiet gehen. Jetzt sind wir besser vorbereitet. Aber wenn ich die anderen Helden jetzt auch noch hochziehe, noch umso besser. Und dann, nochmal Richtung Glück und so weiter investiere. Und dann läuft der Laden. Ich gebe es nicht auf mit meinem Glück und Crit und so weiter. Ja. Aber sieht man auch schon, da kommt doch einiges angeflogen. Yeah, Gargoyle-Flügel und so weiter. Jetzt geht's richtig ab. Gebt mir schöne Steine und so. Wunderbar. Mega geil. Ja, ich versuche jetzt mal andere Wege zu gehen. In der Hoffnung, dass wir da was freischalten. Waldkristall, yeah. Der gab, glaube ich, auch gut Gold. Harter Stein. Auch das wird bestimmt gutes Gold geben. Wunderschön, seltener Stein. Ah, jetzt läuft's 100 Bakka. Jetzt läuft's richtig. Jetzt läuft der Laden. Yay. Dann noch die Fünffach-Kombo irgendwann freischalten. Da können wir hier Grits raushauen ohne Ende. Da geht's richtig ab. Oh, die eine Niederlage, sie tut so weh. Sie tut so weh. Ja, normalerweise ist natürlich der Spielfortschritt so gedacht, dass man nicht so krass auf Glück geht, sondern dann vielleicht die Dinge auch mal anderweitig ausgibt und so. Also in Verteidigung steckt und so weiter. Auch dort könnte ich... Natürlich hätte man ja auch noch rein investieren können in die dauerhaften Verteidigungswerte und den Krempel. Egal, was soll's. So, hier Bakka. Oh, hier geht's richtig ab, was Gold und so angeht. Kristall und so. Hier haben wir schon geöffnet. Da kam, glaube ich, der Waldboss da. Ist das jetzt mit Eiskristall zu machen? Sehr schön. Und da sehen wir was Neues. Ist das jetzt das Lavagebiet oder was? Das sah gerade so aus. Hier Level 21. Okay. Was geht hier ab? Oh, 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 oh. Aber seht das, wir kriegen kaum Damage. Richtig krass. Und das sind jetzt auch Level 21 Gegner. Sehr schön. Viel mehr XP. Traumhaft. Mega. Das sieht doch richtig gut aus jetzt.
hier viel mehr XP für den ganzen Krempel. Auch wieder, zwar die Sachen, die wir hier bekommen, sind auch luschige Sachen, aber egal. Warum glitzern die so dämlich rum? Achso, weil wir da eine Falle oder so hinlegen können. Ne, weil wir was nehmen können, genau. Hier Zucker oder sowas. Gib mir schöne Sachen. Titanennektar. Weiß ich nicht, war das normaler Krempel? Gib mir lieber. Oh oh, jetzt könnte es wieder eng werden. Jo, so, ganz kurzer Moment. Werte Ausrüstung. Zaubertasche. Jetzt machen wir den Fehler nicht wieder. So, und Angriff noch erhöhen. Oh, Autschi. Alter, was geht denn ab? So, jetzt hier den. Jawohl. So sieht's nämlich aus. Nein, so sieht's nicht aus. Ach, wie er immer so schön labert, wie alles das, wie das so leicht wird, ne? Und dann passiert Folgendes. Tiefschwarzer Pelz. Na und egal, irgendwie hat's geklappt. Oh, die sind echt hart, die Viecher. So, hier haben wir auch ein bisschen mehr Angriff mit ihr jetzt. Ich hoffe, die jetzt auch nicht direkt aus den Latschen kippen. Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt einen Trank nimmt? Sind die dann alle wieder am Start? Weil das war ja das letzte Mal so irgendwie. Ich mach das jetzt mal so. Kriegt jetzt jeder 500 Leben? Tatsächlich, CJ ist wieder am Start. Deswegen waren in der vorherigen Folge plötzlich die Leute wieder da. Schwerer Stein, Wildvogelei, eine Falle wurde aufgestellt, Bagger und noch was Schönes. Eisrune, Stufe 1. Jetzt haben wir mehrere Eisrunen, wunderschön. Und Bauholz, mehr ist hier anscheinend nicht mehr. Warum habe ich das nicht geöffnet? Runenfragment erhalten. Sehr schön. Und das brauche ich zur Runenherstellung oder sowas, ne? War das so? Bestimmt. Ja, jetzt hat natürlich sie die 2500 XP nicht bekommen, aber die ist auch kurz vom Level up. Sehr schön. Da gibt es nochmal mehr Defense. Ja, wenn zwei, drei Gegner auf einen draufkloppen, ja, dann wird es schwierig, ne? Egal, wir können uns hier mal noch kurz umsehen. Ah, hier kam auch nochmal der Wolf-Boss. Da machen wir den auch noch. Oder da, so ein kleiner. Ballern wir den noch weg. Wunderschön. Waldkristall können wir auch wieder teuer verkaufen. Sehr, sehr nice. Yay. Ja, es läuft. Scheiß auf die Steuer. Hat mich die ganze Zeit ein bisschen genervt, aber ja, was soll's. So, 79. Stirb! 79 Plätze sind belegt. Tiefschwarzer Pelz und Level Up. Yay. Sehr nice. Bagger nochmal erhalten. Auch nett. Kleinkram. Und dann können wir, glaube ich, gleich porten. Jetzt kommen wir ja an die Stelle mit dem Runenkristall-Dingens da. Oder? So irgendwie war da was. Sehr schön. Auf jeden Fall haben wir mal jetzt so sekundäre Wege sozusagen gesehen. Wenn nicht sogar noch was kommt. Ich weiß es gar nicht mehr. Jo, hol ich alles mit hier, den Krempel. Gib mir Gold. Yay. Harter Stein. Ich verkaufe gleich richtig viel und investiere nochmal in Glück und Verteidigung, was weiß ich, und dann geht's ab. Sage ich jetzt einfach mal so. Hier, wir können das alles verkaufen. Gib mir, gib mir, gib mir. Ich höre mich an wie meine Tochter. Sehr schön. Ah, solche Loot Games. Irgendwie, es kickt auch irgendwie. Es ist so dämlich, ich weiß, aber es kickt. Springst du? Ah, okay. So ein Angriff nach unten, auch mal nett. Ressourcentasche ist voll. Nein! Nein, 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 nein. Ich muss schnell weg. Nein, doch nicht die Tasche. Nein, nicht die Tasche. So, wo komme ich denn hier nochmal raus? Egal, die XP holen wir noch mit. Da hauen wir noch alles weg hier. Ah, das ist schade. Jetzt gut, Falle kann ich noch aufstellen. Das ist natürlich noch nice. Ja, die XP bringen halt hier wenig, wobei das gar nicht so unwenig ist, um mal ein Level aufzusteigen. Auch das bringt wieder Glück, Crit und so weiter. Ey, hier können wir doch was machen. Hier, Garou. Ist das nicht Erde, das hier jetzt? Brauche ich da einen anderen Erd? Oder ist das Wind? Oder was soll das darstellen? Keine Ahnung. Ah, Erde könnte braun gewesen sein, das dann hier Wind. Okay. Ja, da gehen wir ganz zurück irgendwie. Oh, da liegt so schönes Zeug rum. Oh, wir brauchen eine größere Tasche. Aber es macht echt Bock. Also jetzt, wenn man nochmal drin ist,
macht's echt richtig Bock. Ich glaube, ich werde morgen dann noch mehr Folgen aufnehmen. Jetzt bin ich auch wieder ein bisschen warm gezockt, so in den letzten zwei Folgen. Und es macht irgendwie echt Laune. Es ist so primitiv und einfach und ja klar, man läuft nur hier so blöd rum und so. Aber ja, das reicht schon. Und ich freue mich wirklich auf den Haupttitel 100 Heroes. Wenn sie da manche Dinge davon übernehmen, Helden leveln, Ausrüstung, Farmen gehen und so, das finde ich schon ganz nice. Verschiedenste Helden finden, die vielleicht unterschiedliche Stärken haben, wie jetzt hier Magie, irgendwas und vielleicht irgendwelche Runen und was weiß ich nicht alles. So, Schnellreisen, Weg zum Wald, ein Träumchen. So, wir haben etliches an Kram gefunden, kann alles weg. Wir haben auch sehr schön Gold gefunden. Dann würde ich sagen, ab wieder in die Zweitstraße. Dann gehen wir wieder ordentlich verkaufen diesmal. Verkaufe. Und das werden wir wieder in die Helden investieren. Pfandhaus. Jetzt haue ich wirklich mal ein bisschen Kram weg. Was wir auch oft wiederfinden oder so. Hier, gehen mal 30 jetzt weg. 300 Gold, da bin ich doch knallhart. Auch hier, Schildfragment, da bin ich auch knallhart. Da gehen jetzt auch mal 30 weg. Da gehen 40 weg, was soll's, ey, oder? 40, die finden wir eh wieder. Auch wenn ich sie für Rüstungen etc. brauche. Ich schau jetzt mal alles hier raus, dass wir mal schön ein bisschen pushen können. So, was geht noch teuer weg? Ogerhorn finden wir auch immer wieder. 15 gehen weg, tschüss. So, jetzt holen wir uns mal Gold hier. Bagger, ja gut, da gibt's nichts. Titanennektar, könnte noch wichtig werden. Mamo, 10. So, was haben wir noch Schönes? Vereister Flügel, weg damit. Finden wir auch wieder. Ist mir jetzt egal. Alles muss raus. Golem-Trümmer, ja, zu wenig. Waldkristall, oh ja, die finden wir ja super schnell. So, gehen auch mal 10 Stück weg. Steinkristall gehen mal 5 weg. Die brauche ich wahrscheinlich. Schneekristall gehen auch mal 4 weg. Auch wenn ich sie wieder brauche. Das ist mir schon klar, dass das vielleicht dann nervig sein könnte. Aber egal. Jetzt die 20.000 Bagger mal in die Helden investieren. In Glück investieren und so kann auch nicht so falsch sein. So, 20 gehen hier auch weg. Erze haben wir super viele. Gehen mal 50 Stück weg. Oh, können wir investieren? Mega geil. Ja, und da kann ich off-Kamera eine kurze Farmrunde machen oder sowas. Gewaltiges Stück Erz. Auch da kriegen wir richtig dafür. Ja, merkwürdig mit der Steuer da. Ist das überhaupt noch richtig angezeigt? War das nicht vorher, dass das von dem Wert abgezogen wurde? Ich verstehe es nicht. So, hier geht auch weg. Es ist mir egal, wie die das berechnen. Hauptsache ich krieg mein Zeug weg und kriege ordentlich hier Gold rein. So, was haben wir noch Schönes? Was wir richtig oft haben? Nüsse, jo. Können auch noch 5 Stück, 6 Stück weg, wie auch immer. Zucker, gibt's nichts dafür, hier auch nicht. Nix, ja. Hier haben wir noch 12, nix. 48, ja, nix. Blaues Schleimgelee und ja, das ist jetzt alles zu wenig. Hier Bernsteinkristall, da gibt es wenigstens noch was dafür. So, auch mal 11 Stück weg. Weiß ich nicht, ob ich mich trauen soll, den zu verkaufen. Seltener Stein und Monsterfossil, ja, das waren ja eigentlich nur Sachen zum Verkaufen, ne? Jo. Und wir finden es auch eh wieder. So, alles klar. 38.000 Gold. Yay! Oder Bagger, wie auch immer. Werkzeugladen geht halt noch nichts. Machen wir mal demnächst. So, dann würde ich sagen, ab in die Fremdländergasse. Und jetzt wird investiert, Leute. Wenn ich nicht zu viel Sachen verkauft habe. Hier, ab in die Schmiede. So, Verteidigungswerte mal hochziehen. Auf solide Verteidigungswerte. Das wäre wirklich mal so ganz nett irgendwie. So, dass die mir nicht ständig umkippen, die Leute da. Ja, da haben wir Gelee, Schildfragment. Ja, brauchen wir alles gar nicht so häufig. Bronzeerz habe ich leider nichts. Egal, ziehen wir sie noch ein bisschen hoch. Dann können wir noch die Fertigkeiten kaufen. Oder die kaufe ich dann das nächste Mal mit euch zusammen. Da können wir das uns mal anschauen, was da noch so abgeht. Jetzt mache ich einfach nur das hier. Genau, hau da alles raus, was irgendwie geht. Dann gehen wir noch ganz kurz zur Schmiede oder Schenke hier. Gucken mal, was da los ist.
Ja, hier fehlt uns noch für die Crit Rate. Aber das hier könnte ich zum Beispiel kaufen. Für CJ. So, kaufen für CJ. Und jetzt geht's natürlich ab, ne? Das ist klar. Kaufen CJ. Alter, was ist los? Jetzt ist alles vorbei. 0,4 ist schon echt heftig. Wenn man das da so 4, 5, 6 Mal kauft, das merkt man. Okay, machen wir mal. Alles in CJ. Ja, und da werde ich off-Kamera mit CJ rumrennen, ein bisschen Sachen farmen. Weil so easy kippt die mir jetzt nicht mehr um, würde ich mal behaupten. Ich guck mal gerade noch was. Was für eine Crit Rate hat die jetzt? 19,7. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. Da machen wir noch ein bisschen was. 800 kostet das jetzt, ne? Jo. Da hauen wir noch ein bisschen was raus. Dass wir so auf 30% oder so irgendwo landen. Keine Ahnung. Ja, das werde ich nicht schaffen. Nicht so hoch. Aber ja, so 25% oder sowas. Das ist doch nice. So, CJ kaufen. Traumhaft. So. Jetzt wird da in CJ investiert. Ich investiere in die Zukunft von CJ. Super geil. So. Looten und leveln. Da geht's noch richtig ab. Ja, ich würde sagen, noch einmal. Gucken wir uns den Wert mal an. Den Rest geht dann in Glück. So. Wert der Ausrüstung. Oh, 25,7. Das klingt geil. Was haben wir an Glück? 223, da müssen wir was machen, das ist mir alles zu wenig. Hier Glück, 1,0 geht da hoch, das ist schon geil. So, kostet auch 800, ah, da geht doch einiges. Wie viel waren es, 223 oder sowas, egal, ich schaue jetzt alles rein, das schaue ich mal später nochmal an, ob das wirklich auch dazu gezählt wurde, aber ich denke mal schon. Oh, und da kann ich jetzt off-Kamera richtig reinplotzen. Ja, und den Kram, den wir dann finden, kann ich natürlich auch wieder verkaufen etc. pp. Ich werde jetzt einfach im Steinbruch meine Runde da laufen, wo ich auch immer diese 500 Gold da bekommen habe, die ich jetzt schon oft so gezeigt habe. Ganz am Anfang die erste kleine Runde da, also nichts Besonderes. Ich denke, da wird mir jetzt nichts zufallen, was jetzt irgendwie zu krass ist. Ja, und dass ich da nichts mache, was ihr nicht auch gesehen hätte, haben wollt oder sowas. Ja, dann passt das doch. Jo, 238, das klingt auf jeden Fall nice. Hier machen wir Schluss. Nächsten Part geht's dann hier weiter. Wie gesagt, ich werde off-Kamera ein, zwei so kleine Farmrunden machen. 3, 4, 5, keine Ahnung, hab Bock drauf. Und dann machen wir hier weiter. Werden nochmal kurz investieren in die Helden, in die Ausrüstung dann, um die Fähigkeiten freizuschalten, weiter zu dodgen und den ganzen Krempel. Ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.